Ja, herzlich willkommen zu unserer Serie Die 12 Fehler beim Wintergartenbau und wie man diese vermeidet. Heute geht es um das Thema, Ihr Wintergartenbauer kommt nicht aus der Region und ist nach der Montage nur noch sehr schwer für Sie zu erreichen. Dieses Video möchte ich Ihnen heute mal hier vom Gipfel des Mittag präsentieren, denn unser Unternehmen kommt aus der Region, nämlich aus dem schönen Allgäu, und wir produzieren hier mit regionalen Mitarbeitern und liefern und montieren auch im Umkreis von 100 Kilometern um das Allgäu. Sie sollten unbedingt darauf achten, dass auch Ihr Wintergartenbauer aus der Region kommt, denn es macht durchaus Sinn, sowohl bei der Montage lange Anfahrtszeiten zu verhindern, als auch später beim Service haben Sie einfach den Vorteil, wenn Sie einen regionalen Anbieter haben, dass dieser für Sie als Ansprechpartner auch schnell zur Verfügung steht. Und gerade in Notsituationen sollte mal eine Glasscheibe im Dach kaputt gehen und es regnet rein oder es funktioniert irgendein technisches Teil nicht, die Markise geht nicht und ein Gewitter zieht auf, dann kann Ihnen das am Ende des Tages bares Geld sparen. Außerdem ist es natürlich so, dass der regionale Anbieter in der Regel auch mit Mitarbeitern aus der Region arbeitet und hier Arbeitsplätze sichert. Und zudem natürlich, so ist es zumindest bei uns auch, mit heimischen Materialien arbeitet. Unser Leimholz kommt hier aus der Region und insofern ist das natürlich auch ein sehr regionales Thema und wir unterstützen natürlich auch hier die heimische Wirtschaft. Alles in allem kann ich Ihnen diesen Tipp nur geben, und wenn Sie mit einem Anbieter arbeiten, der von weiter weg kommt, dann sehen Sie wenigstens zu, dass er einen regionalen Dienstleister oder einen Partner vor Ort hat, der Sie unterstützen kann, denn so machen wir es auch bei Wintergartenmontagen, die außerhalb von unserem normalen Umkreis stattfinden. Ja, von diesem wunderbaren Fleckchen Erde mit dieser traumhaften Aussicht hier im Hintergrund möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal, geben Sie uns einen Daumen nach oben und schreiben Sie uns gerne unten in die Kommentare, ob es Ihnen gefallen hat und ob es noch weitere Themen gibt, die Sie interessieren. Ihr Matthias Brack.